Hallo und willkommen. Ich möchte heute Karten legen für Sternzeichen Schütze für den Monat Oktober 2021. Das ist eine Legung an das Kollektiv, an die Allgemeinheit, ja, an alle Schützegeborenen gerichtet. Deswegen bitte schaut, ob das hier auf eure spezielle Situation passt. Wenn nicht, macht's bitte nicht passend. Ja. Die Legung ist geschlechtsunabhängig zu bewerten und es geht hier vorrangig um eure Beziehungen, eure Verbindungen. Ihr könnt das auf den privaten oder auf den beruflichen Bereich übertragen, je nachdem, was momentan stark bei euch im Fokus liegt. Okay, dann schaue ich erstmal allgemein, worum geht es hier bei Schütze im Monat Oktober 21? Das Aste-Kelche, das schöne Angebot, etwas, was euch glücklich macht, das Herz zum Sprudeln bringt, die Gefühle zum Überschäumen bringt. Ja, hier ist eine tolle Chance da, die euch sehr glücklich machen könnte. Ich kläre mal weiter. Wow, danach etwas ganz Neues. Da ist ein Neustart. Alles wird auf Null gesetzt. Sieht erstmal gut aus. So, und die Liebenden und die Königin der Schwerter. Ja, bei den Liebenden geht es um eine Herzensentscheidung im privaten wie auch beruflichen. Und dann haben wir hier eine Königin der Schwerter. Jemand fällt hier vielleicht eine Entscheidung. Ja, es ist eine Königin der Schwerter, Luftenergie, jemand, der sehr kopfgesteuert ist, sehr intellektuell veranlagt. Auch sehr kritisch, aber gleichzeitig klar und sachlich im Kopf. Ja. So, dann schauen wir mal weiter direkt auf dich, lieber Schütze. Wie gehst du mit der Situation um? Wie zeigst du dich so nach außen? Wie fühlst du dich? Wenn wir da mehr Karten haben, dann gucke ich mir das nochmal genauer an. Wow, bei dir fällt der König der Stäbe. Das ist deine Kraft, deine Karte, lieber Schütze. Full on fire. Du hast richtig Feuer und Tempo und Leidenschaft. Zumindest im Oktober. Sehr gut. Drei der Schwerter. Die Welt. Wow. Drei der Münzen. Okay. Also, lieber Schütze, du bist hier wirklich sehr gut positioniert, sehr gut aufgestellt. Ja, als König der Stäbe nimmst du jede Herausforderung an. Du bist mutig. Du bist offen, du bist bereit, du bist auch siegessicher. Ja, du siehst die Sache ganz entspannt und du sagst auch, wenn hier Ärger kommt, Angriffe kommen, Stress kommt, Probleme kommen, ich stehe drüber, ich bleibe ganz cool, ich lasse mich hier nicht veräppeln. Ja, ich stehe über den Dingen. Ich bin selbstbewusst, ja, weil das ist Feuerenergie. Und Feuerenergie, das ist auch so dieses Ego. Ich weiß, wer ich bin, was ich wert bin, was ich möchte. Und wem das nicht passt, der soll zur Hölle fahren. So, sagt der König der Stäbe. Weil wir haben hier drei der Schwerter. Also irgendetwas ist hier passiert. Vielleicht passiert das jetzt im Oktober oder es ist in der Vergangenheit passiert. Das hat dich verletzt, ne? Das hat dir zugesetzt und damit machst du Schluss.
Na, du lässt da etwas hinter dir, was verletzend war, was nicht gepasst hat, ja, wo du gekränkt wurdest, wo du verletzt wurdest. Das lässt du komplett hinter dir. Du schließt damit ab, weil wir haben auch hier den Narren, den Neustart. Das heißt, du bist jetzt bereit, du bist in einem Prozess angekommen, wo du alte Verletzungen, alten Kram hinter dir lässt und bereit bist, hier zu springen. Du bist hier mutig, du bist neugierig, du bist auch risikobereit. Ja, dann haben wir hier sehr schön drei der Münzen, die nach dieser Weltkarte folgt. Du bist hier bereit, etwas zu lernen. Auch aus den alten Verletzungen der Vergangenheit bist du bereit, etwas Konstruktives zu schöpfen. Und du bist hier sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert, in Zukunft neue Sachen anzugehen, im Team mit anderen Leuten was aufzubauen. Du bist auch lernbereit, ja, weil drei der Münzen ist auch so eine Lernstudiumskarte. Also du bist sehr positiv aufgestellt und du lässt dich hier durch gar nichts aufhalten. So, jetzt schaue ich mal beim Gegenüber. Was machen die so? Wie zeigen die sich nach außen? Ich hatte gerade hier sechs der Kelche. Vielleicht kommt da jemand aus der Vergangenheit oder es geht hier einfach um jemanden, den du schon sehr lange kennst. Schon wieder drei Karten, das gibt es doch gar nicht. Nein, 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 drei Karten will ich hier nicht. Die Sonne. Okay, sehr schön. Der Eremit. Neun der Stäbe. Das Rad des Schicksals und sechs der Schwerter. Ja, lieber Schütze, also bei deinem Gegenüber ist es nicht ganz so euphorisch wie auf deiner Seite, ja. Zum einen haben wir hier die Sonne, die Sonnenkarte, was nach außen hin eine sehr positive, optimistisch gestimmte Haltung unterstreicht, ja. Aber im Inneren sieht es da ein bisschen anders aus. Ja, dieser Mensch tritt nach außen sehr gelassen, sehr optimistisch auf, aber nach innen sind da sehr viele Zweifel. Ja, hier mit dem Eremiten. Der Eremit leuchtet hier auf diese neuen Stäbe und sagt, ich habe mich in der Vergangenheit sehr oft geirrt, ich wurde enttäuscht, ich habe hier viel investiert, viel gemacht. Und das hat keine Früchte getragen. Das habe ich mir gemerkt, das habe ich mir sehr wohl gemerkt. Ja, dass damals meine Bemühungen nicht so richtig beachtet wurden. Ja, dass hier jemand, ja, dass halt meine Leistung nicht so anerkannt wurde, wie es hätte sein sollen. Ja. Hier kommt aber beim Gegenüber das Rad des Schicksals. Hier kommen große Veränderungen. Ja, hier dreht sich alles um 180 Grad. Hier ist sehr viel Veränderung ersichtlich. Das wird auch große Prozesse anstoßen. Und dann haben wir hier diese sechs der Schwerter. Und ich habe gesagt, vorhin sind mir so sechs der Kelche erschienen. Hier geht es um eine Angelegenheit, wo schon früher etwas passiert war. Ja. Hier ist etwas von früher am Wirken. Und hier das Gegenüber ist momentan etwas ängstlich, sich vielleicht auch auf die Sache einzulassen. Ja. Schütze sagt, ja, ist alles vergessen und so, aber beim Gegenüber sind Zweifel da. Ja, die sind sich noch nicht so ganz sicher. Da ist viel Unsicherheit. Ja, da möchte sich auch jemand nicht so offenbaren. Da möchte jemand erstmal für sich die Dinge ordnen
Und ich sehe da nicht so viel Aktivität in deine Richtung, lieber Schütze. Ja. Die sind zwar sehr freundlich und so und machen dir Hoffnung in alles, ja, aber die Aktivität ist nicht besonders in deine Richtung. Ja. Die halten sich da sehr bedeckt momentan. So, ich schau mal, wie das hier weiterlaufen könnte. Große Entscheidungen stehen an, lieber Schütze. So, in der nächsten Zeit, in der Zukunft, der Ritter der Schwerter, den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Der Magier. Acht der Stäbe. Der Wagen und vier der Stäbe. Sehr gut, sehr gut. Also erstmal hier mit dem Ritter der Schwerter geht es in einem hohen Tempo weiter. Ja, die Entwicklungen nehmen an Fahrt auf, an Tempo auf. Vielleicht noch nicht im Oktober, aber danach. Und wir haben hier den Magier und er folgt ja auf den Narren. Also, was hier Neues entsteht im Oktober und auch zukünftig, hat wirklich Potenzial. Hier ist, ja, hier ist viel los, muss ich so sagen, ne? Hier wird echt Cooles, wird hier umgesetzt. Wünsche könnten hier in Erfüllung gehen. Der Magier hilft dabei. Acht der Stäbe, viel Bewegung, Tempo, Tempo. Hier auch mit dem Ritter. Viele Nachrichten, Austausch, Kommunikation. Es kommen wahnsinnig viele Dinge in Schwung. Hier auch mit dem Wagen nochmals bestätigt, ja. Es geht vorwärts, Aufbruch, Umzug, Veränderung in einem Affenzahntempo. Und es geht in eine gute Richtung, ja, weil der Wagen, der fährt hier in Richtung der vier Stäben. Das heißt, die Bewegung, die da entsteht, führt in eine richtig positive Richtung. Hier mit vier der Stäbe, die Stabilität, Vertrauen, Sicherheit. Ja, das ist hier die feste Partnerschaft. Das ist hier der tolle Arbeitgeber, den man sich immer gewünscht hat. Das ist hier das Versprechen, die Verbindlichkeit, das Vertragliche, was hier definitiv abgesichert ist. Ja, sehr gut. Ja, deswegen auch dieses Ass der Kelche, ne? Also hier kommt etwas rein, was dich total glücklich stimmen wird. Ja, vielleicht noch nicht im Oktober, aber das ist hier zukünftig für dich angezeigt. Und sehr gut und auch ganz toll, dass du hier als König der Stäbe so mutig und optimistisch das Ganze betrachtest, egal was kommt. Sollte hier ein kurzer Piekser kommen. Ja, mit bisschen, was du verdauen musst, denke ich mal, wirst du das mit links wegschieben und nach vorne ins Positive, in den Neuanfang. Sehr gut. Ja, ich bin am Ende angekommen. Ich werde noch im Anschluss die Lenormand-Karten auslegen. Wer das sehen möchte, bleibt dran und allen anderen wünsche ich einen tollen Oktober. So. So. Ja, Schütze im Oktober. Die Mäuse. Das Kreuz. Sehr gut in der Konstellation, sehr gut. So. Der Sack, das Klee, der Fuchs, der Anker, der Herr, die Sterne, das Herz. Wow, sehr gut.
Also, liebe Schützen, hier mit den Mäusen haben wir anfangs irgendwelche Zweifel, Ängste, auch Befürchtungen, dass hier etwas nicht klappt. Aber mit dem Kreuz, das geht vorbei. Also alle Ängste, Zweifel gehen raus. Ja, dann haben wir hier den Sarg, irgendein Stillstand, irgendetwas ist hier am Ende angekommen, aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, weil wir haben hier in den restlichen Karten durchaus gute Tendenzen. Zentral in der Mitte der Fuchs. Ja, das schaut hier auf das Klee. Hier könnte kurzzeitig etwas schief laufen, dich vielleicht etwas aus der Balance rausbringen, aber das ist wirklich nur kurz, ja. Gib dem nicht so viel Energie. Dann haben wir hier den Anker, sehr gut, ja. Hier geht etwas in die Verankerung. Das ist die Entwicklung in eine Verankerung. Vor allem der Anker liegt hier beim Herzen an, ja. Da wird ein Anker gelegt, bei einem Menschen oder einer Situation, einem Projekt, was wirklich dein Herz öffnet. Sehr gut. Dann haben wir hier einen Herren, eine männliche Energie. Könnte sein, dass die Person irgendwo, ja, gebunden ist. Die ist irgendwo gebunden. Die ist nicht frei. Aber die Person schaut hier in die Sterne und in das Herz. Also die Person meint es gut mit dir, lieber Schütze, und wird vielleicht hier sogar ein Wegweiser für die Zukunft. Also hier ist eine Unterstützung da, so sehe ich das. Ja. Sehr gut. Also sehr viel Klarheit und hier mit dem Herzen. Du gehst in eine Richtung, was dich total glücklich machen wird. Auch wenn das vielleicht jetzt im Oktober noch nicht so ganz sichtbar sein wird. Vielleicht kommen auch noch Stolpersteine, Sachen, die dich nicht so glücklich machen. Aber danach geht es wirklich vorwärts. Jo, ich bin am Ende angekommen, liebe Schützen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Oktober. Ja, passt auf euch auf. Viel Gesundheit, viel Glück, viel Liebe und vielleicht bis bald wieder. Tschüss!